Vorwort. Das ist doch immer so, als wüsste der Autor in Wahrheit gar nicht, wie er die wesentlichen Dinge in sein Stück verpacken soll oder in seinen Roman. Und deshalb malträtiert er den Leser mit einem Prolog. Oder in diesem Fall den Schauspieler oder die Schauspielerin, also mich. Ja, und natürlich das Publikum. Ja, ich bin hier engagiert und mache letztendlich nur meinen Job, also was soll's. Ihr habt Geld dafür ausgegeben, um euch das anzuhören? Selber schuld. Vor allen Dingen ist es ja so mühsam, einsam und verlassen auf dieser Bühne zu stehen. Nein! Eine Geschichte zu erzählen, eine Vorgeschichte. Allein schon diese Textlernerei. Mhm. Obwohl andererseits ist das vielleicht sogar noch das geringste Übel, sofern man genug Sitzfleisch hat und noch nicht dement ist. Ich muss ja gestehen, ich bin prinzipiell immer sehr spät dran mit dieser Lernerei und ich nehme mir jedes Mal vor, dass es diesmal anders wird, dass ich rechtzeitig zu lernen beginne. Nur leider kommt mir dann immer etwas wahnsinnig Wichtiges dazwischen, wie zum Beispiel Haare waschen, Zehennägel schneiden, Mist runtertragen. Naja, und dann gehe ich zitternd vor Angst zur Probe, weil ich ganz genau weiß, dass der Regisseur mich wieder anbrüllen wird. Aber man gewöhnt sich sogar daran. Aber ich glaube, ich schweife zu sehr ab. Ich sollte mich wohl besser auf meine Rolle konzentrieren. Hm? Ich muss allerdings ein Geständnis machen. Ich habe beschlossen, den Prolog zu boykottieren. Hey, gelernt habe ich ihn schon und ich werde ihn jederzeit fehlerfrei aufsagen. Nur werde ich das hier und heute nicht tun. Und ich kann förmlich spüren, wie der Regisseur und der Autor sich die Haare raufen und mit den Zähnen knirschen. Und mit Sicherheit werde ich heute noch gefeuert. Aber das ist mir total egal. Meine Kollegen, das sind meine Komplizen. Sie unterstützen mich bei meinem Vorhaben. Also, genau genommen hat sich dieser Prolog einfach dadurch erledigt, dass wir ein komplett anderes Stück spielen als ursprünglich geplant. Den Titel haben wir natürlich beibehalten, damit niemand etwas merkt. Und er passt zu unserem Vorhaben ganz genauso gut wie zum eigentlich geplanten Stück. Und wir mussten halt heimlich proben und hatten dadurch doppelte Proben. Und das war wirklich hart. Und nur, um das, was uns wirklich bewegt, zu erzählen oder zu spielen. Nein, nicht zu spielen, zu leben, um euch zu zeigen, wie die Situation wirklich ist oder wirklich war. Und dass alles so gekommen ist, wie es kommen musste. Kein Fantasiebild, einfach Realität. Und dass niemand, niemand allein mit seiner Situation fertig werden muss. Unabhängig sein, verstehst du? Und was? Was
würdest du arbeiten ohne Ausbildung? Du willst nicht in die Schule gehen, du willst auch keine Lehre machen. Ja, wie stellst du dir dein Leben eigentlich vor? Glaubst du allen Ernstes, du kannst irgendwo vorstellig werden und sagen, hallo, da bin ich, ich kann nichts, ich habe nichts gelernt, aber bitte geben Sie mir einen Job, in dem ich genug verdiene, um frei und selbstständig leben zu können. Du bist so gemein. Ich bin nicht gemein, ich bin realistisch. Und ich bin deine besorgte Mutter. Verdammt nochmal! Versteh doch, Vanni, dass es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Du flüchtest dich in Fantasien und nimmst die Realität nicht wahr. Du lebst in einer Traumwelt Tag aus, Tag ein. Sieh mal, ich sage ja nicht, dass du den ganzen Tag nur lernen sollst. Aber du tust ja auch sonst nichts anderes. Du gehst nicht aus. Du hast keine Freunde. Du gehst nicht ins Kino, weil du dort keine Luft bekommst. Du steigst in keinen Lift, weil du Platzangst hast. Und Sport betreibst du auch nicht, weil du dich ja eventuell verletzen könntest. Hör auf, Mutter! Ich bin eben anders als andere. Na und? Mir geht es gut, so wie ich bin. Nein, das tut es eben nicht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Ich bin deine Mutter. Hör zu, Vanni. Ich sehe dich niemals lachen. Ich sehe dich immer nur mit diesem griesgrämigen Gesicht in einer Ecke dieses Hauses herumhängen. Und das tut mir in der Seele weh. Wenn du doch endlich eine Therapie machen willst. Ich will davon nichts mehr hören. Ich bin, wie ich bin, ob es dir passt oder nicht. Ich gehe auf mein Zimmer. Ach, Vanni, bleib doch. Du hast dich doch auch auf dieses Treffen gefreut. Und jetzt flüchtest du schon wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Hallo, Schwesterherz. Alles in Ordnung? Du schaust echt schlecht aus. Danke. Hallo, Tante Maria. Lisa, du bist doch eine erwachsene Frau. Musst du immer Tante zu mir sagen? Warum? Du bist doch meine Tante. Die beste, weil einzige, die ich habe. Ja, aber wenn du Tante zu mir sagst, dann fühle ich mich so alt. Du bist alt. Die Danke. Liebe Familie. Seit unserer Kindheit hat sich doch nichts an unserer gegenseitigen Liebenswürdigkeit geändert hat. Außer, dass noch so ein Monster dazugekommen ist. Jawohl, die Monster geben immer größer! Otto! Otto! Ja! Apropos, wo ist denn meine seltsame Cousine? Auf ihrem Zimmer, wo sonst? Schon wieder zurückgezogen und vergrämt? Ich gehe zu ihr. Selbst. Erheiterung der ewig verletzten Seele. Leidet sie immer noch so unter dem Tode des Vaters? Er war nicht ihr Vater. Na schön, Stiefvater. Aber war trotzdem ein Vater für sie. Ein guter Vater. Bist du dir da so sicher? Gibt es da etwas, von dem ich nichts weiß? Ach, lassen wir das. Bitte setzt euch hin und macht es euch gemütlich. Wisst ihr, ich habe mich schon so auf unsere Frauenrunde gefreut. Irgendwie sind unsere Frauentreffen doch immer wieder schön. Katharina und Miriam müssten eigentlich auch jeden Augenblick kommen. Ja, vorausgesetzt, Katharina darf aus dem Haus. Ups. Also zu unserer Schwestern-, Tanten-, Cousinenrunde durfte sie bis jetzt doch immer noch kommen. Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum sie sich nicht von ihm trennt. Wie hält sie das nur aus? Sie sagt immer, dass sie ihn liebt. Aber wie kann man denn so einen Mann lieben? Ich schätze, Liebe kann die seltsamsten Formen annehmen. Allerdings, irgendwie bist du heute sehr kryptisch unterwegs. Was ist los? Ach, mit Vanni wird es immer schlimmer. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit ihr machen soll. Das sind sie ja. Herein, herein. Hallo. Um Gottes Willen, nicht schon wieder. Nimm die
Brille runter. Vor uns brauchst du dich nicht zu verstecken. Es ist nicht so schlimm. Ach, voll unerträglicher Schwachsinn! Er wollte es nicht. Es war ein Versehen. Ich bin ihm mehr oder weniger im Weg herumgestanden. Wir holen wieder mehr, näher, oder? Wir! Ich kann dir diesen Dreckskerl umbringen! Hör auf! Es geht dich gar nichts an. Er ist mein Mann. Und du bist meine Schwester! Und es geht mich sehr wohl etwas an, wenn so ein Arschloch meine Schwester massakriert, ja? Jetzt beruhigt euch erstmal! Und setzt euch hin! Das ist ja furchtbar! Bis jetzt haben wir uns wenigstens immer erst am Ende unserer Treffen gestritten. Und ich dulde nicht, dass ihr es heute schon am Anfang tut. Setzt euch hin! Bitte! Miriam hat ja recht. Wie lange willst du dir das noch gefallen lassen? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, hast du irgendeine Verletzung. Und jedes Mal nimmst du ihn in Schutz. Wir wissen doch ganz genau, was bei dir zu Hause gespielt wird. Ja, also weißt du, ich glaube, vom wahren Ausmaß haben wir nicht die geringste Ahnung. Miriam hat recht. Womit? Wir sollten ihn umbringen. Was? Was? Wer will wen umbringen? Miriam will Wolfgang mördern. Guter Plan. Wie wollen wir es anstellen? Ihr seid wohl alle verrückt. Wie komme ich eigentlich zu so einer Familie? Ist dein Geburtsrecht. Ach so, na dann. Sehr gut, wir haben eh noch kein Diskussionsthema für heute Nachmittag. Wie wäre es mit, wie beseitige ich den unliebsamen Ehemann? Das finde ich gar nicht witzig. Das ist es ja auch nicht. Das ist ein sehr ernstes und realistisches Thema. Hört auf! Das ist ein Familienfrauentreffen und wir hatten noch nie ein Diskussionsthema. Höchstens einen kleinen Abschlussstreit. Und ich wünsche, dass das auch heute so bleibt. Wanni! Na, sicher nicht. Vanessa! Hat eigentlich jemand von euch etwas von Laura gehört? Nein. Sie hat sich nicht bei mir gemeldet und ich habe keine Ahnung, ob sie kommt. Ja, aber weißt du, Maria, Laura ist mir im Augenblick völlig egal. Siehst du nicht, dass mit meiner Schwester endlich etwas geschehen muss? Halt doch endlich den Mund und kehr vor deiner eigenen Tür. Ach so? Was ist denn vor deiner Tür? Ja. Nicht, absolut nichts ist vor meiner Tür. Vor jeder Tür liegt irgendein Dreck herum. Ja, ist doch so. Wir sind nur die besten Verdrängerinnen, die man sich vorstellen kann. Habt ihr euch bei unseren letzten paar Treffen mit auch Gedanken gemacht? Keine von uns ist in Wahrheit glücklich. Aber keine würde es ums Verrecken zugehen. Jede ist immer fröhlich und zufrieden und jeder geht es ja auch so gut. Ausgenommen Katharina und Vanessa. Na, die geben wenigstens zu, dass es bei ihnen ganz und gar nicht stimmt. Was soll das denn heißen? Bei mir stimmt alles! Außer, dass ich diese blöde Matura nicht machen will. Einzig, meine werte Frau Mutter erzählt überall herum, dass es mir nicht gut ginge. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Doch. Woraus man schließen kann, dass du die größte Verdrängungskünstlerin von uns allen bist. Hört auf, das macht mich ja wahnsinnig. Schluss jetzt. Setzt euch hin. Das ist ja der reinste Flohzirkus. Katharina. Bitte beruhige dich und hör auf zu weinen. Und erzähl uns, was passiert ist. Wieder einmal passiert es. Ich weiß doch auch nicht. Es war den ganzen Tag über ruhig. Es war alles in Ordnung. Er ist im Wohnzimmer auf der Couch gesessen. Ich habe ihm das Abendessen gebracht. Thank you.
stelle dir dein Abendessen hier hin. Was? Ich stelle dir dein Abendessen da hin. Ich gehe dann. Wohin? Hierhin. Wohin du gehst, meine ich. Das weißt du doch, heute ist Familientreffen. Heute? Warum sagst du mir das nicht früher? Aber das habe ich doch, ich habe es schon vor 2 Wochen gesagt. Vor 2 Wochen? Du glaubst, dass ich mir das merke? Ich denke, es gibt wohl wichtigere Dinge, die ich mir merken muss. Papa! Und außerdem, hast du mich auch gefragt, ob mir das überhaupt recht ist? Ich meine, du stellst das einfach so in den Raum, dass an dem und dem Tag euer schwachsinniges Treffen ist und gehst davon aus, dass mir das auch recht ist. Aber bis jetzt hast du doch auch nie etwas dagegen gehabt. Aber heute eben schon, weil du mich nicht gefragt hast. Und weil ich mich heute, gerade heute, auf einen wunderschönen Abend zu zweit gefreut habe. Wir sehen uns ja ohnehin selten genug, ohne dass wir beide todmüde sind. Und dann kommt einmal so ein Abend, wo wir es uns beide zu Hause gemütlich machen könnten. Und dann gehst du, ohne zu fragen, aus. Weißt du überhaupt, wie ich mich dabei fühle? Aber das ist dir wohl egal. Hauptsache, deiner blöden Weiberverwandtschaft geht es gut. Hauptsache, du kannst mit deinen Tanten, deinen Cousinen und deiner lieben Schwester über uns Männer lästern. Nein. Das tut dir doch, oder? Nein. Gib es doch ruhig zu. Das doch gar nicht. Darum geht es bei unseren Treffen überhaupt nicht. Ja, ja. Halt mich nur für blöd. Und warum trefft ihr euch dann immer alleine? Hm? Männer unerwünscht. Wir beide sollten endlich mal wieder miteinander reden. Worüber zum Beispiel? Ja. Wohin wir in den Urlaub fahren zum Beispiel. Überhaupt sollten wir unsere Beziehung wieder mal so richtig pflegen. Uns unterhalten und so. Stattdessen bekomme ich einfach ein Tablett mit kalten Sachen vor die Nase geknallt und die Aussage, dass du jetzt gehst. Wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig ordentlich gekocht? Gestern. Das ist es also, was du unter einem liebevoll gekochten Essen verstehst? Ich stelle mir da ganz was anderes drunter vor. Aber gut, im Grunde genommen bin ich ja nichts anderes gewohnt. Also, bitte, geh. Vergnüge dich. Nein. Nein, ich bleib zu Hause. Einfach so? Ruf an und entschuldige mich. Ich kann sagen, dass ich mich nicht wohlfühle. Ach! Bei denen entschuldigst du dich also? Bei denen schon? Bei mir natürlich nicht. Jawohl. Lügst du dir dann etwas vor, von wegen nicht wohlfühlen? Du kannst ihnen also nicht einfach sagen. Liebe Leute, ich möchte den Abend lieber mit meinem Mann verbringen. Liebe Leute, ich möchte den Abend lieber mit meinem Mann Wolfgang verbringen. Aber das wäre vermutlich auch gelogen, nicht wahr? In Wahrheit willst du nichts lieber als weg. Weg von zu Hause, weg von mir. Unter diesen Umständen kann ich auf deine Anwesenheit auch gerne verzichten. Also los, hau ab! Geh schon! Und viel Spaß! Wolf, ich mag dich. Wirklich. Ich bleib lieber zu Hause. Ich kann uns noch ein gutes Abendessen kochen und wir trinken ein Glas Champagner miteinander. Ja? Ja? Jetzt doch einmal. Jetzt, wo ich möchte, dass du gehst, willst du plötzlich nicht mehr? Jetzt willst du mit mir den Champagner trinken, der für deine blöde Weibergesellschaft geplant war? Es muss ja lustig sein, mir zu widersprechen. Es muss dir wohl großen Spaß machen, mir den Abend, den einzig wirklich freien Abend zu verderben. Oh, was kann ich dafür, dass du so wenig Zeit hast? Natürlich. Jetzt bin ich dran schuld, dass wir kaum noch Zeit miteinander verbringen. Es war ja klar, dass am Ende ich den schwarzen Peter zugeschoben bekomme. Nein, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Ich wollte nur sagen... Es ist mir scheißegal, was du sagen willst. Es interessiert mich nicht, verstehst du? Es interessiert mich nicht. Hauptsache, Madame kann wieder mal widersprechen. Hauptsache, ich habe wieder mal Unrecht. Hauptsache, ich bin wieder mal der Böse.
recht. Ich bring dieses Schwein um. Ich helfe dir dabei. Frag dich nur wie. Ich meine das ernst. Dir auch. Wir könnten ihn auflauern und ihn zu Tode prügeln. Sehen, das schafft mir nie. Der ist doch viel zu stark. Wir könnten ihn auflauern und ihn erschießen. Fanny. Oder er stecht. Elisabeth. Ja. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Ihr redet davon, einen Menschen zu ermorden. Ja. Stimmt, genau. Und deshalb hat dieses ganze Herumgerede auch überhaupt keinen Zweck. Genau. Wir müssen versuchen, systematisch und logisch vorzugehen. Und einen richtig guten Plan austüfteln. Ein richtig guter Plan ist gar nicht so leicht. Erst einmal müssen wir überlegen. Ja. Wir müssen überlegen, was es noch für Möglichkeiten gibt, jemanden ins Jenseits zu befördern. Das hast du aber schön ausgedrückt. Wir schreiben eine Liste. Wir schreiben eine Liste über alle möglichen Todesarten. Ja. Bin gleich wieder da. Stopp, stopp. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht in diesem Ton vom Ableben eines Menschen reden. Wisst ihr, spiel doch hier nicht den Moralapostel, Maria. Du hast selbst zigmal gesehen, wie er meine Schwester hergerichtet hat. Wie heißt es dann immer? Es war bloß ein Versehen. Sie ist ihm ja nur in die Faust gestolpert. Also, dann legen wir mal los. Erstechen! Erstechen! Fanny, ich erkenne dich nicht wieder. Seit Jahren warst du nicht mehr so glücklich und engagiert wie heute. Die Arbeit ist grausig. Miriam, merkst du eigentlich, dass du aus uns allen Mörderinnen machen möchtest? Genau. Und du, Katharina, warum verlässt du ihn nicht endlich? Warum zeigst du den Kerl nicht an? Das habe ich doch beides schon probiert. Aber wo soll ich denn hin, wo er mich nicht findet? Die Anzeige habe ich auch wieder zurückgezogen. Er bekommt doch nur eine Wegweisung und eine kurze Strafe. Und dann beginnt alles wieder von vorn, nur viel schlimmer. Da hast du's. Ja, aber was wäre mit Alexander? Der könnte uns doch helfen. Wobei? Beim Todprügeln, meine ich. Mit männlicher Verstärkung müsste das doch klappen. Also ich glaube nicht, dass ich es schaffe, einen Menschen tot zu prügeln. Genau. Irgendwie hast du schon extrem grausige Fantasien, Karin. Es muss doch auch eine schnell- und schmerzlose Methode geben. Aber die Idee mit Alexander finde ich gut. Er ist doch Arzt. Er müsste doch was passen, das wir da haben. Bitte vergiss Alexander. Der würde niemals einem Geschlechtsgenossen in den Rücken fallen. Das Einzige, was du von dem haben kannst, ist, dass er meine Schwester tröstend in den Arm nimmt. Ach so. Ja, so wie er sie alle in den Arm nimmt. Wie meinst du das? Na los, Miriam. Gib dein Geheimnis preis. Sag mir, was für ein guter Mann dein Alexander ist. Wenn Sie schon über mich Bescheid wissen, können Sie das über dich auch. Wir sind doch eine liebe Familie, oder? Die Monster AG. In Wirklichkeit willst du nicht nur Wolfgang umbringen, sondern Alexander auch, stimmt's? Mordsinnig! Hebel? Judith! Das haben wir gerade in der Schule gelesen. Panausen! Also Miriam, was läuft da zwischen Alexander und dir? Also weißt du, zwischen Alexander und mir leider am allerwenigsten. Du solltest besser fragen, mit wem er sonst etwas Ja, aber du solltest doch... Ja, sollte ich!
Wenn ich aber nicht, wie du siehst. Du kommst reichlich spät, findest du nicht? Ich bitte dich, sei nicht albern. Ich werde doch rausgehen dürfen. Mit Freunden ein Bier trinken. Ich wusste schließlich nicht, dass du nicht weggefahren bist. Wenn ich gewusst hätte, dass du zu Hause bist, dann wäre ich gleich nach der Arbeit heimgefahren und hätte dich liebevoll empfangen. Ich bitte dich, Alexander, spar mir das Süßholzgeraspel. Wo warst du? Aber das habe ich dir doch schon gesagt. Mit Freunden ein Bier trinken. Ah ja, mit Freunden ein Bier trinken, genau. Da hatten aber ein ziemlich aufdringliches Parfum, deine Freunde. Und dieser kleine Lippenstift? Hm? Was versteckst du da überhaupt die ganze Zeit hinter deinem Rücken? Champagner. Den habe ich mitgenommen. Für deine Rückkehr. Ehrlich. Ach, hör doch endlich auf, mich so schamlos anzulügen. Mit welcher Nutte warst du diesmal wieder unterwegs? Ich bin keine Nutte. Lydia! Oh, du bringst sie inzwischen schon mit nach Hause? Du wagst es, deine Fliegchen nicht in mein Zuhause zu bringen, du! Es ist immer noch unser Zuhause. Das ist Ansichtssache. Und ich bin weder eine Nutte, noch bin ich ein Fliegchen. Was fällt dir überhaupt ein, einfach hereinzukommen? Na, du bist gut. Ich wollte ja abhauen. Aber du Idiot hast die Haustür zugesperrt und den Schlüssel mitgenommen. Und was hätte ich dann tun sollen, ha? Die Nacht im Schrank verbringen vielleicht. Und außerdem lasse ich mich nicht das Nutte noch Blitzchen beschicken. Hör aus! Alle beide raus! Oh, wie ich sie satt habe. Deine Eskapaden. Deine Weibergeschichten. Ich bin keine Es. Keine Es. Lexi, sage, dass ich das nicht bin. Lexi? Und überhaupt, was heißt hier Weibergeschichten? Ja, glauben Sie vielleicht, Sie sind die Erste? Sie können doch nicht ernsthaft glauben, Sie sind die Einzige. Vom ersten Tag an hat er mich betrogen. Betrogen und belogen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Die Liste seiner Affären ist länger als jedes päpstliche Dekret. Das ist nicht wahr. Mhm. Lexi, sag dir, dass das nicht wahr ist. Natürlich nicht. Oh. Den Ton kenne ich. Es ist also wahr. Los, gib mir den Schlüssel, ich will heraus. Los, da wird's bald. Und euch beiden wünsche ich noch viel Spaß. Elender Schuft! Komm, Miramet, stell dich nicht so an. Du weißt ganz genau, dass das bedeutungslos ist. Ich liebe dich. Du bist die einzige Frau, mit der ich leben kann. Die mir wirklich etwas bedeutet. Das sind doch alles nur Kleinigkeiten. Unwichtige Weiber. Nebensachen. Wie kannst du nur so daherreden? Wie kannst du nur diese Frau, wie kannst du nur mich so beleidigen, so demütigen? Aber dich demütige ich doch nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass mir anderen nichts bedeuten und du alles. Du bist meine Frau. Wir gehören zusammen. Wir werden immer zusammengehören. Lass mir doch diese kleinen Spielereien, diese kleinen, harmlosen Spielereien. Ja, aber... Ich brauch das eben. Was ist denn schon dabei? Hast du etwa Angst, ich könnte dich verlassen? Niemals könnte ich dich verlassen. Meine kleine Mirimaus. Meinen Heimathafen. So, und jetzt sei lieber Spatz und mach mir eine Kleinigkeit zu essen. Während ich mit diesem aufdringlichen Parfümgeruch abwasche. Der Abend hat mich irgendwie hungrig gemacht. Klingt das wirklich abscheulich. Aber Alexander! Lexi. All die Jahre mit dem Kerl ausgehalten. Wenn ich das wüsste,
kann so gut wirklich wahnsinnig überzeugend sein. Das kenne ich. Das kann meine auch. Was? Ja, überzeugend sein. Ach so. Und wovon muss dich dein teurer Götzergatte überzeugen? Lassen wir das. Nein, das lassen wir nicht. Los, sag schon. Ja, los, das geht uns schließlich alle etwas an. Karins Angelegenheiten gehen uns überhaupt nichts an. Aber meine Angelegenheiten sind euch doch auch überhaupt nichts angegangen. Trotzdem habt ihr euch mit wahrer Sensationslust draufgestürzt. Auch Karin. Warum interessieren wir uns überhaupt so für die Probleme anderer? Ist es, weil dadurch die eigenen Probleme kleiner erscheinen? Ist es wahres menschliches Interesse oder doch nur Voyeurismus? Gott, wir benehmen uns wie die Reporter der Boulevardzeit. Ach, Unsinn, Kathi, es ist menschliches Interesse. Ja. Wir sind doch eine Familie, wir kennen uns von Kindheit an. Genau. Wem soll man denn sonst vertrauen? Von wem Verständnis oder vielleicht sogar Hilfe erwarten, wenn nicht von der eigenen Familie? Genau. Na gut. Also dann, los, Karin. Wie war das noch? Todprügeln, Schulpärchen? Wer so gute Ideen hat, andere betreffend, sollte auch etwas von sich selbst erzählen. Vielleicht können wir nach der Preisgabe deiner häuslichen Gepflogenheiten aus dem Doppelkabel den flotten Dreck machen. Wo ist denn das denn her? Preisgabe häuslicher Gepflogenheiten? Wahrscheinlich liest ihr auch gerade den Klassiker. Ja, wahrscheinlich König Ottokars Glück und Ende. Hört auf, ihr benehmt euch wie zwei alberne Gänse. Nein, drei alberne Gänse. Wenn Karin erzählen will, dann wird sie das tun. Und wenn nicht, dann ist es ihr gutes Recht zu schweigen. Hör nicht auf die anderen. Du selbst weißt am besten, was gut für dich ist. Ja, Wahrheit wollte ich euch ohnehin schon längst um Rat fragen. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte immer, ihr führt alle gute Ehen. Und ich bin mir wie ein Idiot vorgekommen, weil ich offenbar die Einzige in der Familie bin, weil der es Probleme gibt. Du bist, gelinde gesagt, eine Idiotin. Selbst wenn es so wäre, hättest du jederzeit mit uns leben können. Genau. Die heile Welt ist doch für jeden nichts als Illusion. Schlimm, schlimm. Da treffen wir uns nun seit einer Ewigkeit in regelmäßigen Abständen und heute kommen wir endlich drauf, dass keine über die andere wirklich Bescheid weiß. So viel zur sogenannten Vertrauensbasis, von der meine gute Mutter immer spricht. Weise Worte, liebe Vanni. Aber mit einem Abkömmling wie dir sehe ich noch Chancen für unsere Familie. Also los, Karin, spuck's aus. Ja, schlimmer als bei uns kannst du auch nicht sein. Ja, schlimmer nicht. Anders. Immer dasselbe mit dir.
Schatz. Ja, nix, Schatzi. Warum denn nicht? Warum hast du schon wieder getrunken? Ich habe nicht getrunken. Ich habe gesoffen. Ehrlichkeit ist auch eine Tugend. Mhm. Los jetzt, steh schon auf. Nein. Ich bleib besser gleich liegen. Das Hinfallen tut immer so weh. Schluss jetzt. Los jetzt, steh schon auf. Warum? Warum tust du mir das an? Ich kann nicht anders. Ja, aber du versuchst es doch erst gar nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich liebe dich doch. Oh, hallo, Schatz. Gibst du mir bitte die Flasche? Nein! Steh sofort auf, los! Flasche, gib mir bitte die Flasche. Nein! Warum hast du deine Therapie abgebrochen? Warum werden die Abstände zwischen deinen Besäufnissen immer kürzer? Ist dir denn unsere Ehe gar nichts wert? Du musst damit aufhören. Muss ich was? Aufhören. Mit deiner Sauferei aufhören. Du magst dich doch völlig. Aufhören. Aha. Womit? Mit dem Trinken. Du machst dich kaputt. Du machst uns kaputt. Verstehst du das denn nicht? Ach, doch, doch. Verstehe das schon. Verstehe das. Ich werde es noch einmal versuchen, ja? Und ich mache eine Therapie, versprochen. Und ich werde mich wirklich bemühen, hörst du? Und ich schaffe das. Ich schaffe das. Wir beide, wir schaffen das. Aber jetzt gib mir die Flasche. Nein! Jedes Mal hast du mir das versprochen. Seit Jahren höre ich diese Versprechen. Immer wieder willst du mich davon überzeugen, dass es morgen das letzte Mal ist. Morgen, immer nur morgen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will es aber auch nicht mehr hören. Ich will nur noch eines wissen. Warum? Weil ich dich nicht mehr ertragen kann. Ihr verdient doch beide gut, Vater und du.
verstehe sowieso nicht, wieso du nicht schon längst in Pension gehst und deinen Ruhestand genießt. Weil ich es mir nicht leisten kann. Herrgott, ihr habt ja keine Ahnung. Ahnung wovon? Mama, was ist denn da los bei euch? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Rufst du deswegen ständig an? Bist du krank? Mama, bitte, ich will jetzt die Wahrheit wissen. Ausgerechnet heute. Ausgerechnet an unserem Hochzeitstag. Als ob das eine Rolle spielen würde. Warum hast du mir etwas gesagt? Warum? Was hätte ich denn sagen sollen? Wie hätte ich es dir sagen sollen? Liebe Elisabeth, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe unser ganzes Geld verspielt. So? Warum nicht? Immer noch besser, als schweigend weiter zu machen. Und? Was hättest du dann getan? Mich verlassen? Wenigstens deine Schäfchen ins Trockene zu bringen? Du bist gemein! Ich habe dir unsere ganzen Ersparnisse überlassen, im guten Glauben, dass du für eine gute Anlage sorgst. Und jetzt machst du mir den Vorwurf, ich hätte dich im Stich gelassen? Unglaublich! Es wäre dir nicht anders übrig geblieben, als mich im Stich zu lassen. Wie meinst du das? Erich, bitte! Sag etwas! Lass mich dir doch helfen! Verstehst du nicht? Ich bin süchtig! Ich bin spielsüchtig! Ich kann nicht einfach aufhören und sagen, okay, das war's. Ab heute spiele ich eben nicht mehr. Ich hab's ja versucht. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, dass ich es lasse. Dass ich stark genug bin. Aber es geht. Ich schaff's einfach nicht. Es ist ein Zwang, der mich nicht loslässt. Erich! Morgens denke ich, nein, heute nicht. Heute spielst du nicht. Mittags denke ich dann, vielleicht gebe ich doch alles zurück, damit ich dir und unserer Tochter mit einem guten Gewissen in die Augen sehen kann. Und am Abend, da bin ich mir schon ganz sicher, dass ich gewinne. Dass ich einen riesen Gewinn mache. Dass ich alles, was ich verloren habe, zurückbekomme und so tun könnte, als wäre nie etwas gewesen. Und dass ich dann aufhöre. Und dass ihr nie davon erfahren werdet. Das ist der Traum. Das ist die Illusion, die ich Tag für Tag habe, dass ich alle Schulden begleichen kann. Schulden? Du hast Schulden gemacht?
nicht nur unser Geld verspielt, sondern du hast auch noch Schulden. Wie viel? Sag mir um Himmels Willen, wie viel? Zu viel. Das ist keine Antwort. Sag mir sofort, um welche Summe es geht! Ich habe sogar einen gedacht, mich umzubringen, damit endlich alles vorbei ist. Und was das Schlimmste ist, ich habe daran gedacht, dich umzubringen, damit ich die Lebensversicherung kassieren kann. Dann wäre wenigstens ein Teil abgedeckt. Dann würden zumindest eine Zeit lang die Drohungen aufhören. Die Drohungen? Ja, denkst du, die geben mir einfach so das Geld und sagen, ach, sie können nicht zurückzahlen? Oh, das tut uns aber leid. Ja, da kann man wohl nichts machen. Du hast ernsthaft daran gedacht, mich umzubringen und deine Haut zu brennen? Ja, das habe ich. Es tut mir leid. Wo bist du hin? Letzter Versuch. Lebensversicherung? Lisa, er ist immerhin dein Vater. Und was habe ich davon gehabt, dass er mein Vater ist? Lisa! Du warst immer eine gute Mutter. Du hast immer versucht, alles wegzumachen. Ich habe mein ganzes Leben unter diesem Mann gelitten, der sich mein Vater nennt. Was hat er denn je mit mir gemacht? Hat er sich jemals in irgendeiner Weise um mich gekümmert? Ich war im Zeitalter des Lebens doch nur weh. Habe in seinen Augen eure traute Zweisamkeit gestört. Ich habe zusehen müssen, wie sie sich ablag, um seinen Unwillen mir gegenüber zu vertuschen. Glaubst du echt? Ich habe nicht gewusst, dass er eigentlich kein Kind wollte. Dass er mich nur geduldet hat, nachdem ich nun einmal passiert war. Ich war in den Augen meines Vaters ein einziger Störfaktor, den er, so gut es eben ging, ignoriert hat.
daran zurückdenke, wie ich verzweifelt versucht habe, ihm zu gefallen. Ich war immer Vorzugsschülerin, damit er stolz auf mich sein kann. Ich habe Jus studiert, weil er Anwalt ist. Ich habe meine Freundin aus seinem Gesichtspunkt ausgewählt. Mein ganzes Leben hat sich darum gedreht, ihm zu gefallen. Und er ignoriert mich! Er hat mich immer nur ignoriert. Vielleicht bin ich es ja nicht wert, wahrgenommen zu werden. Nie hat mich jemand wahrgenommen, wie ich wirklich bin. Auch Thomas nicht. Als Thomas mich geheiratet hat, hat er ein Traumbild geheiratet. Sein Traumbild. Und irgendwann ist er aufgewacht und hat begonnen zu begreifen, dass ich halt kein Traumbild bin, sondern eine ganz normale Frau, dass ich halt so bin, wie ich bin. Und seitdem verachtet er mich. Mein eigener Mann verachtet mich, er ignoriert mich. Genauso wie mein Vater mich ignoriert hat. Genauso wie er.
sie kümmern sollen. Ich hätte eine Worte. Hätte, hätte. Wie ich dieses Wort hasse. Ja, wir sind Mütter. Aber wir sind auch nur Menschen. Leider. Wenn wir immer alles spüren und merken würden, dann wäre natürlich alles leichter. Aber auch wir haben nicht alles in der Hand. Wie denn auch? Wir sind gefangen in unserer Rolle als Ehefrau und Mutter. Wir vermitteln, wir umsorgen, wir beschützen, wir leiden unter Zwistigkeiten, wollen allen alles recht machen und brechen in Verzweiflung aus, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und sind so glücklich, wenn es das tut. So glücklich, dass wir manchmal vielleicht ganz absichtlich nicht hinter die Fassade schauen wollen. Aber in Wahrheit spüren wir es ganz genau, dass etwas, irgendetwas nicht stimmt. Es ist unklar, es ist nicht greifbar. Aber dann, früher oder später, fangen wir an zu wühlen und zu bohren, so lange, bis der Blick hinter die Fassade frei ist. Im ersten Moment wünscht man, man hätte nie gewühlt und gebohrt. Man hätte nicht gesehen, was man gesehen hat. Und es wird einem klar, dass man handeln muss. Sofort und augenblicklich handeln muss. Und man tut es. Man handelt. Wovon, um Himmels Willen, redest du da überhaupt? Davon, dass ich das, wovon ihr den ganzen Abend redet, schon längst getan habe. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja steil. So ein scheinheiliges Luder. Ist ja nicht zu fassen. Dann den Bär noch zum Mittagessen gekocht hast. Da habe ich
doch die Maike. Genau, wenn du mit. Aber ich doch auch. Na, da hat er wohl die doppelte Portion angekommen. Aber warum hast du uns gegenüber behauptet, dass es ein Unfall war? Und außerdem, bei einer Vergiftung muss es doch polizeiliche Ermittlungen gegeben haben. Die hat es ja auch gegeben. Und die haben Selbstverschulden festgestellt. Das ist doch auch eine Art Unfall, oder? Es gab sogar Zeugen, die ihn beim Bärlauchpflücken beobachtet haben. Den Bärlauch hat er ja auch selbst gepflückt. Ja, er hat ihn ja auch für sein Leben gern gegessen. Es wird alles gut, okay? Ich schaffe das. Ich mache eine Therapie. Ich bekomme das in den Griff, aber bitte, mach du dir keine Vorwürfe, bitte. So wie es aussieht, haben wir das gemeinsam getan. Auch wenn es die eine von der anderen nicht wusste. Aber das ist doch auch irgendwie schön, oder? Das ist doch schön. Ja, was doch wird es? Irgendwie sind wir wohl alle miteinander verbunden. Also nicht nur dadurch, dass wir miteinander verwandt sind, sondern offensichtlich steckt in uns allen ein bisschen verbrecherisches Potenzial, hm? Ich dachte immer, ich hätte diese Fantasien. Und vor allem dachte ich, dass es nur Fantasien sind. Vor dem heutigen Tag hätte ich nicht gedacht, dass ich auch zu einem Mord fähig bin. Noch hast du gerade begangen? Ja, aber stehen wir nicht knapp davor? Doch, das tun wir. Ist mir gerade klar geworden. Was die beiden getan haben, kommt mir vollkommen natürlich vor. Notwehr! Es ist schlicht und einfach nur Notwehr. Ja! Ja, aber genau. Liegt es ja nicht an uns selbst? Warum haben wir uns an solche Männer gebunden? Und warum halten wir ihnen fest? Warum macht es uns so viel Angst, für unsere Freiheit und unsere Selbstachtung wirklich zu kämpfen? Na, wenn ich mir dein Auge ansehe, beantwortet sich diese Frage wohl von selbst. Sehr witzig. Nein, es muss andere Wege geben. Das darf nicht passieren. Ihr dürft euch nicht durch uns motiviert fühlen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, mit dieser Schuld zu leben. Also ich fühle mich erleichtert. Fanny! Ja, ist doch so. Was soll ich machen? Reue heucheln? Er hat es echt verdient. Nein. Es muss andere Wege geben. Es ist noch nicht zu spät. Bitte denkt darüber nach, wie ihr euch aus eurer Situation befreien könnt, ohne an Mord auch nur zu denken. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe spontan gehandelt und ich schwöre euch, ich werde es niemals wieder tun. Ich schon. Vanessa. Aber warum sind Männer überhaupt so? Warum schaffen sie es, dass wir uns immer schuldig fühlen? Warum demütigen sie uns und beherrschen wir? Hallo Leute. Lala. Na, mit mir habt ihr wohl gar nicht mehr gerechnet. Ui. Danke. Oh, danke. Ja, gerne. Seid ihr schon bei den Abschlussstreitigkeiten angekommen? Oder warum habt ihr mich gar nicht gehört? So in der Art. Ja, warum geht's denn heute? Nicht so wichtig. Nur die üblichen Banalitäten. Ja, eine kleine Abschlussdiskussion. Völlig harmlos. Ach, ein Streit um Kaisers Bart. Milde ausgedrückt. Die ältere Generation verdrängt die kommt die Wahrheit. Wie immer. Und du? Warum so spät? Ja, ich musste noch packen. Ach, du verreist? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte dich aber fragen, ob ich vielleicht vorübergehend bei dir Unterschlupf finden könnte. Für wie lange? Naja, ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Oder Monate. Monate? Naja, bis halt alles wieder im Lot ist. Was ist passiert? Habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch getrennt? Naja, getrennt kann man das eigentlich nicht nennen. Es ist vielmehr so, dass ich eine polizeiliche Wegweisung bekommen habe. Was bekommen? Du? Nicht er? Nein, ich. Was ist nicht? Wie hast du denn das geschafft? Erzähl schon. Ja, jetzt wird's spannend. Laura! Okay. Thank you.
ist es aber eilig. Gehst du immer so aufs Ganze? Nur keine wertvolle Zehntel verlieren. Oh. Juhu! Typisch Frau kann man bei dir dann wohl nichts sagen, hm? Oh, halt. Nur schon langsam. Nur schon langsam. Wir haben doch Zeit. Ich würde sagen, wir trinken erst mal einen Schluck. Jetzt sag bloß, du brauchst ein Vorspiel. Warum denn auch nicht? Hast du noch nie etwas von neuen, gefühlvollen, sensiblen Mann gehört? Hm? Der ist bei mir aber heute gar nicht angebracht. Na, wenn es Frau so eilig hat, will ich dem auch nicht direkt im Weg stehen. Umso besser. Wir sollten uns nur ein bisschen beeilen. Moment. Was soll denn das heißen, wir sollten uns beeilen? Hast du etwa heute noch einen Termin, oder was? Ich dachte da eher an eine schöne, lange, romantische Liebesnacht. Ja, die ganze Nacht kannst du nur leider nicht bleiben. Ach, und warum nicht? Ja, weil mein Mann spätestens um 2 nach Hause kommt. Was? Was? Du bist verheiratet? Na, hast du allen Ernstes gedacht, eine Traumfrau wie ich geht allein durchs Leben? Machst du sowas öfter? Aber nein, niemals. Von dir konnte ich einfach. Also ich weiß nicht. Wenn ich mir die ganze Geschichte genauer ansehe, dann kommst du mir schon sehr routiniert. Aber so glaub mir, du bist der Einzige. Du bist sicher, dass dein Mann nicht früher nach Hause kommt? Ja, ganz sicher. Jetzt sei nicht so ein Hasenfuß. Das hat mit Hasenfuß nichts zu tun. Aber dein Mann? Ja, mein Mann. Und selbst wenn er kommt, der ist völlig harmlos. Der kann keiner Fliege was zuleide tun. Dann wird er ein bisschen weinen, ein bisschen leiden und dann ist alles wieder gut. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Komm schon, du verpasst Don Juan. Na gut. Laura! Hoppla. Scheiße. Was tust du da? Na, wonach schaut's aus? Wer ist das? Martin. Martin, das ist Hugo. Hugo, das ist Martin. Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Das ist meine Wohnung und meine Frau und... Das darf doch nicht wahr sein. Der Kerl ignoriert mich einfach. Der dringt in meine Wohnung ein, verführt meine Frau und ignoriert mich einfach. Ja, ganz so war es ja nicht. Es war vielmehr so, dass ich ihn hergebracht habe und wollte, dass er in mich ein... Na, du weißt schon. Wieso tust du mir das an? Wie kannst du nur so brutal sein? Wie kannst du mich in unserer eigenen Wohnung betrügen? Na, wäre vielleicht ein Hotelzimmer lieber gewesen? Nein, ja, nein! Los, bitte bleib, verlass mich nicht! Ich verzeih dir doch. Du weißt, ich will dir immer alles verzeihen. Bitte verlass mich nicht. Jetzt hör auf zu jammern und feilen! Fass mich nicht an! Ich kann es nicht mehr ertragen, dein Geheule und dein Gejammere. Ich will einen Mann und nicht dich. Ich will sie nicht, deine Liebe. Verstehst du? Ich will sie einfach nicht. Haben dann die Polizei gerufen, weil er gebrüllt hat wie am Spieß. Echt? Ja, dabei habe ich nicht mal fest zugeschlagen. Ich war halt betrunken. Ach so. Naja, und jetzt habe ich diese Wegweisung am Hals und weiß eigentlich nicht, wo ich hin soll. Für wie lange? Halbes Jahr. Ja, und dann? Keine Ahnung. Wirst du zu ihm zurückgehen? Sicher nicht. Ja, würde er dich denn zurücknehmen? Ja, sicher schon. Und eure Wohnung? Die gehört ihm nicht mehr. Dann musst du dir sowieso eine neue mieten.
Das wird leider nicht gehen, denn ich habe null Kohle. Wie das denn? Alles verspielt.